Hi zusammen. Also, euch ist vielleicht aufgefallen, ich bin heute ein paar Zentimeter weiter nach oben gerutscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so besser ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das Licht dann ein bisschen besser ist. Ich habe nämlich vor mir auch so ein Fenster, wie ihr das im Hintergrund sehen könnt. Und ich würde euch bitten, mir in den Kommentaren vielleicht zu schreiben, was ihr davon haltet. Das nur so als kleiner Disclaimer, bevor wir mit dem Video anfangen. Ich war also im Primark und das ist keine große Neuigkeit für euch, weil ich da praktisch jeden Monat bin. Ihr wisst wahrscheinlich auch, ich bin in Essen im Primark ganz häufig, weil das hier einfach bei mir in der Nähe ist. Und ich habe mich diesmal für ganz clever gehalten. Ich bin an einem Dienstagmorgen hingefahren und ich habe mir extra dafür freigenommen und dachte einfach, es wird ein wundervolles Erlebnis, weil es leer sein wird. Und wenn ihr meine letzten Primark-Hauls gesehen habt, dann wisst ihr, ich war immer samstags da und samstags ist Primark einfach die Hölle auf Erden. Es ist wahnsinnig voll. Und um in die Umkleidekabinen allein zu kommen, muss man stundenlang anstehen. Und dann darf man eh nur 8 Teile mitnehmen und dann muss man sich wieder hinten anstellen. Also es ist wirklich nicht unbedingt etwas, was jedem gefallen könnte. Ja, und ich bin am Dienstagmorgen, wie gesagt, hingefahren, war um 10:30 da. Und es war so voll wie an allen Samstagen zuvor zusammengenommen, weil sich herausstellte, dass die Holländer Urlaub hatten. Essen ist nicht ganz so weit entfernt von der holländischen Grenze und immer wenn Ferien oder Feiertage, Wochenenden und sowas sind, kommen die Holländer zu uns rüber und die Deutschen fahren nach Holland, nach Roermond und so und gehen da einkaufen, so ein kleiner Austausch. Also es war wahnsinnig voll und das erzähle ich euch deshalb, weil ich euch sagen wollte, ich habe kein einziges der Teile in der Umkleidekabine angezogen, die ihr gleich sehen werdet. Deswegen habe ich auch nur Oberteile mitgenommen, weil ich die auf der Verkaufsfläche anprobieren konnte. Und kleiner Tipp für euch, falls ihr zum ersten Mal vielleicht in den Primark fahrt und am Wochenende hinfahrt, weil ihr einen längeren Anfahrtsweg oder sowas habt, zieht euch einfach ein ganz enges Tanktop an und dann könnt ihr zumindest die Oberteile einigermaßen gut auf der Verkaufsfläche anprobieren. Auch wenn das eigentlich nicht erlaubt ist, da laufen nämlich immer so Security-Leute rum und die bitten euch immer, das dann zu unterlassen, was aber sowieso keiner tut. Also sucht euch am besten einen leeren Spiegel oder nein, noch besser einen Spiegel, an dem ganz viele Leute stehen. Also wenn sie euch dann wegscheuchen, dann fühlt ihr euch wenigstens nicht so alleine. Okay, dann zu den Sachen. Ich habe mir 2 Tücher gekauft. Ihr wisst ja, ich liebe Primark-Tücher. Und dieses hier hat mir ganz besonders gut gefallen. Ich liebe die Farben. Ich finde sie wahnsinnig sommerlich und natürlich frühlingshaft. Sie sind sehr schön hell. Und ich mag so Farbverlauf-T-Shirts oder überhaupt Accessoires sowieso sehr gerne. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Ich glaube doch, es geht ganz gut. Ich glaube, das Licht ist so wirklich besser. Also von weiß bis zu so einem ganz hellen, cremigen Babyrosa. Das Tuch ist relativ breit, dafür ist es aber auch recht dünn. Aber ich habe noch ein anderes, das ihr gleich sehen werdet. Das ist ein bisschen weniger volumig, würde ich das mal nennen. Also, ja, so sieht das um den Hals getragen aus. Was auch ganz hübsch ist, an den Enden hat es hier so Fransen. Also es wirkt wirklich ziemlich sportlich und hat so leichte Falten, wie man hier erkennen kann. Es hat 4 Euro gekostet, so viel wie die meisten Tücher aus dem Primark kosten. Und ich wünschte, das gäbe es auch noch in anderen Farben. Vielleicht habe ich sie übersehen. Wie gesagt, es war so voll. Ich hatte auch nach einer Stunde überhaupt keinen Bock mehr. Das nächste, was ich total vergessen habe zu sagen, das ist ganz offensichtlich, das ist dieses Haarband. Und ich habe mich sofort in dieses Haarband verliebt. Es hat 3 Euro gekostet und ich mag es aus ein paar Gründen ganz besonders gerne. Erstens, ich liebe diesen Hippie-Blümchen- Quatsch, ich mag das einfach total gerne. Das ist richtig mein Ding. Ich glaube, ich hätte mich in den 70ern echt wohl gefühlt. Zumindest was die Mode angeht. Die hat mir echt sehr gefallen. Und es hat, wie ihr sehen könnt, so kleine, ja, Wildlederbändchen oder Imitatbändchen von Wildleder vielleicht. Und die sind recht lang und man kann das Haarband so binden, wie es einem wirklich gefällt. Und das gefällt mir so besonders gut, weil ich mit solchen Haarbändern, wenn sie aus Gummi gemacht sind, das ist ja ganz, ganz häufig so, immer Probleme habe, weil die meist ein bisschen zu eng für mich sind. Ich habe recht dichte Haare und ich glaube, mein Kopf ist nach hinten hin auch relativ groß. Und immer wenn ich dann so Gummihaarbänder trage, dann sieht das richtig blöd aus. Und wenn ich die dann eben so selbst binden kann, dann kann ich die einigermaßen an meinen breiten Kopf anpassen. Zumindest ist er nach hinten hin breit. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht liegt es auch an den Haaren. Naja, auf jeden Fall liebe ich dieses Haarband und ich bin mir ganz sicher, ich werde das den ganzen Frühling und Sommer lang durchtragen. Also ihr habt es garantiert nicht zum letzten Mal gesehen. Weiter mit Accessoires. Wie gesagt, ich habe noch ein zweites Tuch gekauft und das sieht so aus. Ich mag diese Farbe im Moment total gerne. Super in im Frühling, also so ein Aprikoton. Und das Weiße, was ihr hier sehen könnt, sind so kleine Blümchen.
Das Tuch ist nicht ganz so weich wie dieses weiß-rosa Tuch. Es ist ein kleines bisschen kratziger durch diese weißen Blümchen, aber es ist nicht so kratzig, dass ich eben nicht in Kauf nehmen konnte, es anzuziehen, weil, ja, ihr wisst, ich hasse kratzige Tücher. Ich würde nie so ein richtig kratziges Tuch kaufen. Das hat übrigens auch 4 Euro gekostet. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich ein bisschen schmaler und man kann es auch nur so einmal um den Hals binden. Ansonsten wäre es ein bisschen zu kurz. Die Enden sind ganz einfach so vernäht. Und das, was mir nur am Ende, als ich aus dem Primark raus war, aufgefallen ist, das Tuch riecht echt nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur dieses eine Tuch ist, aber ich vermute, es ist die ganze Ladung Tücher, die sie reinbekommen haben. Kleine Geschichte für euch am Rande, falls es euch interessiert. Ich kann heute ein bisschen länger reden. Ich habe eine Vermutung, woher dieser Geruch kommt. Ich habe euch ja mal erzählt, ich habe als Aushilfe früher in so Modekettenhäusern gearbeitet. Mache ich immer noch, aber früher war ich noch woanders tätig. Und das war so eine große Kette, in der jeder von euch schon mal war. Ich weiß noch nicht, ob ich den Namen nennen darf, also lasse ich das einfach. Auf jeden Fall kam ganz häufig neue Ware ein bisschen klammnass an und hat halt eben so gestunken wie dieses Tuch. Und wir haben uns alle immer gefragt, woher das kommt. Und irgendwann hat mein Chef mal erzählt, dass die Ware ja ganz häufig aus China kommt. Und wie kommt sie aus China? Sie kommt natürlich aus China nicht per Flugzeug, das wäre viel zu teuer, sondern per Containerschiff. Und ihr wisst ja alle, wie diese Containerschiffe aussehen. Da sind Container auf dem Deck geladen und das ist natürlich alles unter freiem Himmel. Und die Sachen sind so 3-4 Wochen zu uns unterwegs. Und wenn dann mal ganz hoher Seegang zum Beispiel ist, dann schwappt schon so ein bisschen Wasser in die Container. Und die Tüten und Kartons sind nicht immer ganz dicht. Das heißt, das ganze Wasser mit dem ganzen Schmodder, der im Meer ist, man will gar nicht wissen, was das ist, kommt ganz häufig an die Kleidung, die wir tragen. Als nächstes habe ich noch 2 Oberteile, die ich euch gerne zeigen möchte. Die haben denselben Schnitt, nur eine verschiedene Farbe und sehen so aus. Also von vorne wirklich ganz normal. Gestreift, Baumwolle, fühlen sich richtig schön weich an und sind ganz aus so leichtem Stoff. Und ja, blau mit hellen Streifen und die hellen Streifen haben hier so dunkelblaue Punkte. Das sieht wirklich sehr hübsch aus. Die Streifen sind übrigens grau und nicht weiß, falls ihr das nicht gut erkennen könnt. Aber das wirklich Interessante an diesen Tops ist, dass die hinten so einen richtig coolen Ausschnitt haben. Also man muss schon schauen, was für ein BH man dazu anzieht. Das ist ein bisschen ausgeschnitten hinten und ich habe die erst gekauft, weil ich dachte, ich werde die zum Sport tragen, aber mittlerweile finde ich die so schön, ich glaube, ich werde die auch einfach so zu irgendeiner Jeans tragen oder irgendeiner engen Hose. Die zweite Farbe, die ich gekauft habe, ist so ein bisschen gewagter und ich glaube, die werde ich schon eher nur zum Sport anziehen. Ich trage beim Sport komischerweise total gerne so Neonfarben. Das würde ich normalerweise im Alltag gar nicht so häufig machen, aber so sieht die Farbe aus, die zweite. Ganz hell. Ja, und man hat halt wieder diese Streifen mit den dunklen Punkten hier, so ein bisschen gesprenkelt. Gefällt mir echt richtig gut, die sind so bequem. Die haben pro Stück 6 Euro gekostet und fallen so mittellang aus. Also es sind nicht ganz so kurze Tops, die sind auch nicht ganz hauteng geschnitten. Schon natürlich tailliert und eng, aber eben nicht ganz so eng wie so klassische Tanktops zum Beispiel von H&M. Über das nächste Oberteil habe ich mich, glaube ich, am meisten gefreut, weil es richtig gut gesessen hat und im Moment trage ich diese Shirts total gerne. Also das ist so ein Boxy-Shirt oder auch Crop-Top und das sieht so aus. Ist aus ganz festem Stoff gemacht, also ein wirklich schöner, etwas wärmerer Stoff. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn es mal morgens im Sommer oder vielleicht abends ein bisschen frischer wird, kann man das ganz gut in die Handtasche tun und dann eben ein bisschen drüber tragen, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Das hat 8 Euro auch gekostet. Ich denke mal deshalb, weil es eben so ein dickerer Stoff ist. Und es ist echt cool geschnitten. Also es fällt sehr groß aus, weil man die Dinger halt so sportlich und ein bisschen legerer trägt, nicht? Also halt ein bisschen über die Schulter zum Beispiel zieht. Man kann es auch einfach so tragen wie ein normales T-Shirt, aber ich finde es über der Schulter so ein bisschen schöner. Ja, und das Shirt gab es auch noch in Neongrün und in so einem hübschen Blaugrau, würde ich das nennen. So ein Pastellblaugrau. War auch eine ganz interessante Farbe. Und ich habe auch überlegt, mir das blaue Shirt noch mitzunehmen, weil es mir so gut gefallen hat in Korall. Aber ich glaube, die Farbe hat mir einfach nicht so gut gestanden. Und dieses Neongrün, wie gesagt, würde ich wahrscheinlich nicht tragen. Und es gab nur die 3 Farben. Ich hoffe so sehr, es kommen noch mehr von diesen Shirts rein in anderen Farben, weil ich es echt fantastisch finde. Ich weiß jetzt schon, ich werde das ganz, ganz häufig tragen. Okay, bei dem nächsten Shirt werden sich wahrscheinlich die Geister scheiden. Das ist wirklich, ich weiß noch selbst nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Entweder ich finde es richtig gut und werde es sehr gerne tragen oder ich, keine Ahnung, finde es eigentlich richtig hässlich und zieh es nur zu einer Bad-Taste-Party oder sowas an.
Also so sieht es aus. Es ist blau, hat hier unten so einen Knoten und ja, so ein schwarzes Leopardenmuster. Hat 4 Euro gekostet und ich habe auch schon, ich glaube, 2 T-Shirts mit demselben Schnitt. Also ich musste es gar nicht anprobieren. Ich wusste, es wird mir passen. Ich habe mal Duffy gesehen, die Sängerin, die kennt ihr wahrscheinlich, mit so einem ganz ähnlichen Shirt. Und sie hat das zu einer schwarzen Hose oder schwarzen Minirock oder so getragen. Und das sah richtig gut aus. Nur ich bin mir echt nicht sicher, ob das so ganz mein Ding ist. Ich finde die Farbe echt cool. Die gefällt mir sehr gut. Aber ja, der Rest wirkt schon so ein bisschen billig, oder? Ich weiß nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Ich macht das ganz gerne im Primark, so ein bisschen andere Sachen zu kaufen, die ich vielleicht normalerweise nicht kaufen würde, weil sie mir ein bisschen ja, zu teuer sind und das Risiko einfach nicht wert sind. Aber im Primark mache ich das dann ganz gerne. Okay, und die letzte Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, von der bin ich auf jeden Fall begeistert und ich liebe sie. Das ist wieder mal ein Hut. Der hat 5 Euro gekostet. Ich liebe es, Hüte im Primark zu kaufen, weil Hüte, zum Beispiel wenn ihr so zu Accessorize oder so geht, wo die ja echt sehr schön sind, sehr teuer werden können. Und im Primark, finde ich, sind die qualitativ richtig gut. Die sehen wirklich nach etwas aus, kann man schon sagen. Und sie sind halt relativ günstig. Und ich bin nicht unbedingt der Typ, der mit so einem Hut auf die Straße geht, jeden Tag. Und ich weiß nicht, man fällt halt schon sehr damit auf. Und ja, am Strand trage ich die sehr gerne oder wenn man mal in den Park geht und irgendwas mal am Wochenende unternimmt. Aber für jeden Tag zur Arbeit, zur Schule, zur Uni zu gehen, ist das vielleicht nicht unbedingt gemacht. Was ich aber richtig gut daran finde, ist hier dieses Riemchen, wieder aus so einem Wildleder-Imitat, denke ich mal, keine Ahnung. Fühlt sich eigentlich sehr echt an. Ja, auf jeden Fall finde ich, hat das was von so alten Westernfilmen. Nicht, dass ich alte Westernfilme mag, aber ich finde ihn ganz schön. Ja, aus so einem Cremespitzenstoff. Also das ist kein Weiß, sondern so ein hellbeige, ganz helles Beige. Ja, leider nicht so viele Sachen. Ich habe es ein bisschen versucht, damit gut zu machen, dass ich euch diese Fotos ein bisschen zeige. Schreibt mir auch sehr gerne, ob ihr das gut findet oder nicht. Ah, ich habe euch wieder so viele Aufgaben für die Kommentare gegeben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über eure Kommentare, über eure Daumen hoch und über alles andere. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.